Servus! Guten Tag zusammen! Ja, das ist Dr. Teddy. Und das ist Schwester Amanda. Schwester Amanda? Ich war gerade ein bisschen eingenickt. Hallo zusammen! Aber Schwester Amanda, Sie müssen doch gleich erzählen, wie es der Ziege Linde geht. Ja, genau, das muss sie. Aber zunächst wollen wir unseren Zuschauern erzählen, was wir heute so vorhaben. Ja, sicherlich, sicherlich. Liebe Freunde, bei Dr. Teddy, Schwester Amanda und der Kuscheltierbande gibt's richtig viel zu erleben. Wir schauen Filme, singen ein bisschen, haben Spaß und wir haben sogar ein Gewinnspiel mit im Programm. Ja, 7 Tage die Woche könnt ihr uns sehen. Und wenn ihr wollt, auch mal gerne live, aber dazu mehr am Ende von unserer heutigen Folge. Unsere Sendung heißt heute Ziege Linde, denn Ziege Linde ist unsere aktuelle Patientin. Sie hat etwas außergewöhnliche Beschwerden. Ja, total verrückt. Obwohl sie eine Ziege ist, hat sie einen Kater. Das müssen Sie noch genau erklären. Sie hat einen Gähnmuskelkater. Ja, das wollte ich doch noch sagen. Also sie hat einen Gähnmuskelkater. Ihr Kiefer muss den schmerzen, weil sie ständig so müde ist. Ja, aber nicht, weil sie müde ist, schmerzen die Muskeln, sondern weil sie ständig gähnt, weil sie müde ist. Ja, das wollte ich doch auch noch sagen. Weil sie ständig müde ist, schmerzen die Kiefermuskeln vom vielen Gähnen. Ach, ich bin auch schon wieder müde und ich muss auch so viel gähnen. Passen Sie nur gut auf, Schwester Amanda. Ja, auf was soll ich denn aufpassen? Es ist gestern Abend einfach ein kleines bisschen später geworden und darum bin ich heute so müde und darum muss ich heute so viel gähnen. Ja, und warum ist es so spät geworden? Naja, ich musste doch die Pizza fangen. Was musstest du fangen? Na, die Pizza. Die Pizza? Ja, die war im Ofen und plötzlich war sie weg. Ja, und dann hast du sie gefangen? Ja. Die hat der Kater genommen. Welcher Kater? Na ja, unser Kater. Wir haben doch gar keinen Kater. Ach so, also dann hat sie die Katze genommen und ich habe dann die Katze gefangen und die Katze hat dann die Pizza gegessen und... Wir haben auch keine Katze, Amanda. Ach so, ja, wo war denn dann die Pizza? Ich habe die Pizza in den Ofen, dann habe ich mich davor gesetzt und bin kurz eingenickt und dann... Die Pizza war sehr lecker, also wenn du sie jetzt... gegessen hättest. Sebastian, einmal, wenn man vor den Ofen einschläft, ich werde in Zukunft immer schön die Augen aufhalten und nicht mehr so viel gähnen. Ja, Schwester Amanda, und gehen Sie heute einfach rechtzeitig ins Bett. Und wir wollen verhindern, dass unsere Zuschauer müde werden, oder auch wir. Deshalb schauen wir jetzt einen kleinen Film über die Ziege Linde. Dr. Teddy, sag mal, wie macht denn eine Ziege, wenn sie gähnt? Nee. Die Ziege ist zur Mähne und doch noch auf den Beinen. Heute vergaß sie glatt den Mittagsschlaf, denn sie war unterwegs. Und meckert sie herum, Mensch, muss die Sonne scheinen. Hoffentlich ist heute Nacht kein Vollmond, wenn ich mich in mein Bettchen leg. Mäh, mäh, mäh,
Ziege mäckt jetzt ihre Ruhe, sie stört sogar ihr eigenes Meckern. Sie sucht ihre schlaffen Metze, zum Putzen ist noch dran. Und dann noch Mehl aufs Klo und tut das Köttel gar nicht kleckern. Auf einmal merkt die Ziege, dass der Märgen erst begann. Mäh, 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 mäh. Mäh, 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 mäh. Dr. Teddy, liege ich richtig, wenn die Ziege Linde ihren Muskelkater nicht nur vom Gähnen hat, sondern auch, weil sie ständig meckert? Kinder, das müsst ihr mal probieren. Mäh! Das geht auf die Dauer ganz schön auf die Gesundheit, das Meckern. Nun gut, also die Beschwerden beim Gähnmuskelkater kommen sicherlich vorrangig vom Gähnen. Denn es gibt ja auch einen Meckermuskelkater, der vom Meckern kommt. Manchmal kann man aber auch von einer Mischform, also dem sogenannten Gähnmuskelkater mit Mecker-Superinfektion sprechen, wenn ich euch mit diesen Fachausdrücken nicht zu sehr verwirre. Nö, nö. Alles klar. Drei und vier, ich bin ein Kuscheltier und deshalb bin ich hier. Ob Kuschelente, Kuscheldino, Kuschelfledermaus, Dr. Teddy kennt sich aus. 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 Richtig gut. Dr. Teddy, wir sind natürlich gespannt, welche Therapie Sie bei Gähnmuskelkater empfehlen. Ich könnte mir vorstellen, viel Schlaf. Ha, da hast du gar nicht mal so unrecht, Maike. Natürlich hilft viel Schlaf. Aber wichtig ist auch, das Gähnen zu trainieren. Der Gähnende sollte beim Gähnen nicht zu stark gähnen, wenn er schon gähnen muss. Ja. Das braucht natürlich etwas Disziplin. Aber vielleicht hat man ja Freunde, die einem da auch immer drauf hinweisen könnten, wenn man zu viel gähnt. Ja, das ist sicher eine gute Anregung für unsere Kinder. Schaut mal, ob eure Freunde zu gähnend gähnen. Genau. Mein Freund der Sebastian, der sagt ja immer, alleine gähnen ist langweilig. Man muss zusammen gähnen, mit Freunden gemeinsam gähnen, ist genial. Aha. Ja, ja, gut, Schwester Amanda. Gut, wenn man Freunde hat. Freundschaft macht gesund. Und Freundschaft ist bunt. Ach, tolle Überleitung, Maike. Unsere Freundschaft, die ist uns. Rosa ist das
egal was kommen mag, auch wenn die Welt um uns grau wird, zusammen sind wir stark. Oh, 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 unsere Freundschaft. Mit Lila kommt der Spaß rein! Oh, schade. Sprint seine. Langsam schwimmen. Wie ist Bund? Okay, danke. Ja, das macht ihr schon sehr gut. Ihr gähnt aber nicht zu gähnerisch. Das ist sehr gut. Immer schön üben und lasst euch von euren Freunden beobachten. Macht denn unsere Ziege Linde auch ihre Übungen? Gute Frage. Schwester Amanda macht denn Schwester Amanda? Hallo. Oh, ja. Ich war schon wieder kurz eingenickt. Also, das ist meine Therapie, um keinen Gähnmuskelkater zu bekommen. Nicht lange müde rumgähnen, sondern gleich. Meine Herren, nicht, dass Sie dann einen Schnarchmuskelkater bekommen, Schwester Amanda. Einen Schnarchmuskelkater? Dr. Teddy, ich einen Schnarchmuskelkater? Ha, als hätte ich jemals schon geschnarcht. Also ich habe noch nie geschnarcht. Amanda. Da bin ich wieder. Jetzt schauen Sie mal, dass die Ziege Linde ihre Übungen macht. Würden Sie sagen, ein Lachmuskelkater ist auch eine Krankheit? Nein, Lachmuskelkater ist natürlich keine Krankheit. Bekommt man aber auch viel zu selten. Gut, dann etwas Gesundes für die Lachmuskeln. Wir haben zwar keinen Zeichentrickfilm über eine Ziege, aber über eine Ameise und ihre Freunde, und der macht garantiert nicht müde. Oh.
Würde ich voll gern mitplanschen und mitrutschen. Und ausnahmsweise auch mal nach der Pfeife tanzen. Ein lustiger Film. Eine Wohltat für meine Lachmuskeln. Prima. Dr. Teddy, nochmal zurück zum Gähnmuskelkater von Siegelinde. Würden Sie denn der Patientin auch empfehlen, was einzunehmen? Nicht unbedingt, nein. Man kann nämlich auch ein sogenanntes autogenes Training machen. Ne? Autogenes Training. Da setzen wir uns ganz entspannt hin, entspannen uns und dann gähnen wir auch ganz entspannt. Okay, dann machen wir es mal alle gemeinsam. Wir können hier unseren Zeigefinger unter den Daumen machen. Das ist auch im Yoga immer sehr entspannt. So. Und dann einfach entspannen. Ja, und so ist das ein sehr entspanntes Gähnen, ohne dass man einen Muskelkater davon bekommt. Ja, das ist mal wieder genial, Dr. Teddy. Danke, danke. Und jetzt zeige ich euch einen Kuscheltierfreund, der mich und euch unterstützt. Mein Name ist Sebastian Kerzel. Ich bin einer der Oberärzte hier in der Kinderklinik und ich kümmere mich vor allen Dingen um Kinder und Jugendliche, die eine Erkrankung an den Atemwegen haben, zum Beispiel an der Lunge. Vor allen Dingen kümmere ich mich aber auch um Kinder, die irgendein Problem mit dem Schlafen haben, die zu uns ins Schlaflabor kommen. Und da kommt mein Kuscheltier ins Spiel, das ist Steffi, meine Giraffe, weil die hilft mir, wenn ich nicht gut schlafen kann. Dann kann ich mich an sie rankuscheln und die beschützt mich nachts und passt gut auf mich auf. Ich wünsche euch, dass auch ihr ein Kuscheltier habt, was gut auf euch aufpasst, vor allen Dingen, wenn ihr abends im Bett liegt und schlafen wollt. Ich wünsche euch alles Gute und dass ihr ganz bald wieder gesund werdet. Überall mit dir.
denn egal, ob ich fröhlich oder traurig bin. Liebe Freunde, habt ihr auch ein Kuscheltier, das gern Muskelkater hat? Ja, oder so einen Schnarchmuskelkater wie ich? Ja, oder auch ganz andere Beschwerden. Schreibt uns einfach. Die Info dazu findet ihr auf www.medialaune.de. Gerne dürft ihr mir schreiben. Ich helfe gerne weiter. Wunderbar, Dr. Teddy. Ja, oder ihr könnt uns auch einfach so schreiben oder was von euch schicken, ein Gedicht oder auch ein selbstgemaltes Bild oder einen selbstgedrehten Film, ist ja auch ganz, ganz cool. Ganz viele schöne Dinge, die euch einfach gerade umgeben. Unter allen, die uns was schicken, verlosen wir nämlich einen Überraschungsgewinn. Also lasst euch einfach überraschen und macht mit. Wir freuen uns auf eure Beiträge und Zuschriften an... Sind wir dann fertig? Ich bin nämlich schon ziemlich müde. Ja, liebe Amanda, du kannst dich gleich hinlegen. Wir hoffen, Kinder, ihr seid morgen wieder mit bei uns dabei. Und ganz wichtig, am Freitag könnt ihr Dr. Teddy auch live erleben. Ja, es gibt einen Live-Chat mit Dr. Teddy freitags um 10.30 Uhr. Und da könnt ihr mit Dr. Teddy direkt quatschen. Und es gibt auch Spiele und Rätsel und so. Und wieder lustige Filme. Also bis dann. Wir sagen noch danke, Dr. Teddy. Bitte, bitte. Und danke, liebe Schwester Amanda. Tschüss. Ja, die schläft schon. Na dann. Ciao.